Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Uncharted 2. Ich bin es, euer MC Mafex. Wir haben im letzten Part ja eine explosive Flucht gehabt, haben es geschafft, den Panzer zu besiegen und Tenzin hier mit seiner Tochter wieder zu vereinen. Nun, ich weiß nicht, was Drake da gerade gemacht hat, aber egal. Nun werden wir von allen Seiten beballert. Ah, das ist jetzt, naja, halbwegs gute Deckung. Okay, dann können wir nehmen. So, dann machen wir erstmal kurz die Blatt. Schön. Warum trifft uns eigentlich diese verdammte Gatling-Gun überall? So, schnell den weg. Ah, oh, schon wieder richtig... Nein. Genau vor die Füße, Mann. Genau vor die Füße. Ihr könnt doch einfach nicht so präzise immer sein. Zum Glück ist dieses Ding voll stabil. So, wir müssen kurz hoffen, dass da keiner drauf schießt. Ja, wie gesagt, wir sind dann jetzt hier... haben wir dann hier Schäfer verfolgt, der von Lazarevic entführt wurde. Und sind jetzt hier nur in einer viel besseren Situation als noch gerade eben. Merkt man. Wir könnten eine Granate davon schauen, ob wir treffen, aber das ist echt eine Glückssache. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Das war eine einzige Granate. Weg da. Nicht festhalten. Nicht festhalten. Nicht rüberhüpfen. Drake. Fall da runter, Mann. Hüpf genau vor die Gate. Naja, egal. Okay, da ist ein Checkpoint. Dann machen wir es jetzt gleich so. So, zack, zack, zack. Und jetzt sind wir hier halbwegs sicher. Hopp. So, die holen wir uns jetzt. So, das lief super. Das läuft immer noch halbwegs gut. So, läuft es ja schon viel besser. What? Okay, den habe ich nicht gesehen. Der war fies. Machen wir uns kurz mal die Desert. Mit der Desert kann man krass schießen. Wenn man natürlich hier überhaupt die Gegner sieht. Nerv mich nicht, Mann. Die Gatling-Gun schießt nicht auf dich. Oh, wie wir das schon wieder überlebt haben. So, hau ab. Ist das ein schwerer Truppler? Wenn das ein schwerer Truppler ist, dann sehen die Dinge gut für uns aus, weil wir haben eine Desert und mit der Desert kann man die mit zwei Schlüssen töten. Geil. So, zack. Und weiter nach oben. Aufpassen vor schweren Trupplern. Leute, ihr merkt schon, das Spiel wird richtig hart. Es wird richtig, richtig, richtig hart. Aber naja, wir sind ja auch schon hier wirklich weit gekommen. Haben wir schon eine weite Reise hier vollstritten. Und ja, da ist es eigentlich fast zu erwarten. So, was muss ich denn jetzt hier schon machen? Muss ich irgendwo runterfallen oder irgendwo hin? Ich habe keine Ahnung, weil da einfach so drauf zu jumpen, glaube ich, ist... Ja doch, natürlich ist sogar eine sehr gute Idee. So, aufpassen. Kommt da jemand? Kommt da jemand? Kommt da jemand? Bam! Dreckstyp. Keine Ahnung, was das war. Ja, ah, das war richtig schlecht, Mann. So. Schießt uns noch jemand von hinten ab? Oder? Hä? Da hat uns doch gerade jemand von der Seite abgeschossen. Okay, das mit dem Propan-Tank, das war sehr gut geschmissen. Richtig gut. Wo kommt der Mensch her? Stealthy oder was? So. So. Und bei dir machen wir es persönlich. Bam, 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 bam. Bam! Los, los! So, und jetzt habe ich so eine verkackte Gatling-Gun. Jetzt können wir mal spielen. So. Blöde Schnibber. So, eigentlich die einzigen, die mir richtig gefährlich werden können. Und natürlich der Typ. Und natürlich können sie alle hier rüberkommen. Das ist auch nicht so schön. So, ich weiß nicht, überhitzen die Dinger. Habe ich komplett vergessen. Boah, Leute, hier hockt ja echt eine Armee. Wir werden hier übrigens sterben. Was haben wir schon mal angekündigt haben. Ja, drei von denen. Ihr seid so krass, man läuft einfach direkt ins Gatling-Feuer rein, mein Gott. Habt ihr so eine Panzerung, das hält ja alles aus. So übel, Mann. Wir sterben nach einer Sekunde durch dieses blöde Gatling-Feuer und die laufen da einfach eiskalt durch. Ihr seid cool, Mann. Ihr seid richtig cool. So, halbwegs gut ausgerüstet, alleine. Machen wir weiter, oder? Alles fit? Ja, so halbwegs. Man hält durch, sagen wir so, oder? Komm, Elena. Drücken. Ziehen. Was auch immer. Mach zumindest, dass es aufgeht. So. Und. Hä? Was war denn das? Elena, du hast losgelassen. Ich hab's genau gesehen. Ich hab doch nicht aufgehört zu drücken. Dreieck, Dreieck, Dreieck. So schwer ist das jetzt nicht. Ich halte fest. Du zuerst. Okay. War knapp, aber gut.
Fällt euch auf, dass alles in Uncharted immer so ganz haarscharf ist. Also wirklich immer so, um einen Millimeter. Selbst so kleine Sachen wie eine Tür aufmachen. So. Okay, dann müssen wir jetzt hier runter. Ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt geht's so. Gut. Oh, das sieht schon wieder so. Das sieht schon wieder so schön sicher aus. Drake, 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 du kannst da. Und. So, natürlich. Wieso sollten auch mal solche Steine länger als 5 Sekunden halten? Natürlich, ja. Wie kommt der Lane runter? Keine Ahnung. Hä, ja, wir finden schon weg. So, und da sollen wir jetzt einfach draufjumpen, oder? Einfach nach vorne, schafft er schon. Sind ja so 20 Meter. Gut, dann noch eine viel bessere Idee. Jetzt balancieren wir hier. Dann wirst du da schon runterkommen. So, ich balanciere lieber. Nicht nach unten schauen. Ah, ich habe nach unten geschaut. So. Wer baut bitte immer solche merkwürdigen Klöster in so riesigen Höhen? Entweder in den tiefsten Dschungeln oder in den oder irgendwo ganz weit oben. Das sind die einzigen beiden Alternativen. Mehr gibt's nicht. So. Was haben wir hier Cooles? Ah, hier. Was müssen wir denn machen? Oh, komm mal leider. Ich fang dich. Okay. Ich hab dich. So. Ganz leicht. Super gemacht, Alena. Gut, dann, was machen wir hier denn Schönes? So. Komm, hier rüber. Komm. Drücken. Drücken. Müssen wir diesen. Schaut euch an, der hat so ein schönes Lachen. Und Menschen mit schönen Lachen, die freuen mich immer sehr. Da können wir jetzt draufhelfen, aber ne? Super. Okay, da können wir raufgehen. Und kommen wir noch tiefer hier in die wunderschönen. In dem wunderschönen Tempel, wo noch viel mehr von Lazarevich Leuten auf uns wartet, hoffentlich noch ein paar Ungeheuer. Ich bin einfach alles bereit. Vorsichtig. Paar Leute mit MGs, das ist üblich halt. Oh, wackelige Bretter, ich liebe wackelige Bretter. Sie gehen kaputt in 3, 2, 1. Oh, das war knapp. Ein Seil, zack. Okay. Ha. 5 Sekunden ohne Gegner, ist ja voll entspannend hier. Da oben. Sind Sie das? Komm, wir müssen uns beeilen. Dann Gas geben, würde ich sagen, Alena. Legen wir los und hoffen, dass wir da hinkommen, bevor hier der Lazarevich irgendwas Schlimmes hier unserem Freund, dem Schäfer, antut. Aber so wie wir ihn kennen, wird das wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Natürlich fragen wir uns auch noch, was wir mit den anderen Leuten ist, die wir kennen. Natürlich Flynn, bei dem wünsche ich mir eigentlich nur das Schlimmste. Aber natürlich auch mit der Chloe. Mit der wissen wir auch nicht, was angestellt worden ist, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay, ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. Leise. Ist ja unsere Spezialität. Stealth, Leute. Stealth. So, wo muss man denn jetzt hier eigentlich ein schönes lang? Das sieht eigentlich so aus, als könnte man da ranhüpfen. Ich hab gesagt, es sah so aus. Ich hab nicht gesagt, dass man es so wirklich machen kann. So. Was muss man jetzt? Wo müssen wir denn hier? Ja. Darf ich nicht überspringen, oder? Nicht spielen? Nee. Puh, okay, jetzt habe ich es gesehen. Da ist so eine Plattform und da müssen wir hinhüpfen. Versuchen wir unser Bestes. Wird schon schief gehen. Wir kennen ja das Glück vom Drake. Wahrscheinlich wartet da immer 100.000 Gegner auf uns. So wie eigentlich immer. Ja, kommt. Also den Checkpoint hätte man durch 5 Sekunden später nach dieser schönen Cutscene hinsetzen können. Das wäre sehr nett gewesen. So. Gut, jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich mal an. So. So. Und. Aber den Sprung schaffen wir unmöglich. So. So, vielleicht irgendwo da hoch. Es könnte sogar halbwegs passen. So, und dann. Ja, hier gibt's ja auch nichts. Ich glaube, wir müssen dann. Boah, Mann, gib mir doch bitte einen ganz kleinen Tipp, wo ich hinhüpfen muss.
Jetzt sei mir die blöde Katze nochmal anschauen. So, schauen wir gleich mal, wo könnte man hier bitte noch dran hüpfen? So. Wartet. Ja, okay, wir haben. Okay. Man sollte auch mal nach hinten schauen und nicht immer straight nach vorne. Egal, Leute. Kriegen wir schon hin. Beim nächsten Mal, wenn wir nochmal diese wunderschöne Katze angeschaut haben. Okay. Ihr kennt den Spruch. Beim dritten Mal ist alles immer viel so gut. Viel besser als beim ersten Mal. Oder beim zweiten Mal. Ja, Elena, ich weiß, dass ich leise machen soll. Siehst du, wie gut es klappt. Kein okay. Stück. Okay. Geht klar. Bitte, lass mich spielen. Dankeschön, Spiel. So. Nein! Oh, fast in die Dunkelheit. So. Was müssen wir jetzt machen? Also erstmal so. Dann so. Komm, lass dich fallen. Lass dich auch auf der richtigen Seite fallen, wollte ich sagen. Und schon läuft's. So. Gut, da können wir doch irgendwo hoch. Zack, zack. Immer muss man sich nur ein bisschen umschauen. So. Okay. Wehe, wenn hier oben nur irgend so ein blöder Schatz liegt. Nee, hier sind wir schon richtig. Glaube ich jetzt mal. So, dann müssen wir hier, glaube ich, ne, hier müssen wir nicht hoch, aber so. Super. Toller Sprung. Bin beeindruckt. So, versuchen wir es nochmal. Das kriegen wir schon hin. Wir brauchen immer mit der Ruhe hier. Sonst hüpfen wir uns wieder in unseren Tod. Gut. Zack. Dann da hoch. Dann gehen wir halt doch da hoch. Auf das blöde Dach hier. Und komm. Da. Und schön auf das Dach. Es geht nicht. Der will da nicht drauf. Das merke ich schon. So, aber es geht schon. Dann. Da und jetzt. Jetzt fällt er gleich wieder runter. Manchmal hat die Steuerung sonst so seine kleinen Macken. Aber ihr kennt es ja. Mit etwas Ruhe kriegt man das ja alles schon ganz locker hin. So, auf die roten Steine müssen wir aufpassen. Die brechen uns immer ab. So. Zack und... Oh Mist. Okay, das war's mit leise hier, oder? Können wir schon eigentlich wieder aufgeben. Ah, wenn ihr auch alle schon wieder so vom Modet sein müssen. Wie kommen denn eigentlich bitte mit den anderen da rein? Mit TNT oder sowas. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. So. Und alle, hopp. Kann man es hier nicht fallen lassen und den dann so töten? Ja, das wäre zu cool. So. Hoppa. Und weg mit dir. Zack. Und damit wurden wir schon entdeckt. So. Oder? Ja, ich glaube schon. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müsste man, glaube ich, zu dem Typen dahin hüpfen und den irgendwie ganz schnell dann ausschalten. Aber wie das schon wieder klappen soll, das weiß nur Gott. So. Obwohl. Bam! So. Hat es immer noch keiner entdeckt? So. Gut, dann hier aus dem Fenster raus. Oder? Bitte sag ja. Nein, ich will es nicht sterben, sonst muss ich das Ganze nochmal machen. Nein! Nein! Da waren schon wieder zwei. Jetzt sind wir einfach vorgeprescht, aber wurscht. So. Alena, was hast du nochmal gesagt? Ich hab's nicht gehört, wir haben zwar so eine Katze angeschaut, das war, ich glaube, sogar dreimal. Aber irgendwas, glaube ich, war da, aber ich habe die Botschaft schon wieder vergessen. War das irgendwas mit laut? Ah ja, so laut wie möglich, hat sie ja gesagt. So, mach mal. So. Der war richtig unsozial. Der Typ, der da unten stand, war so richtig unfair gemacht. So, Dankeschön. Der war so richtig fies und asozial gemacht. Ich wollte es ja nochmal angemerkt haben. So richtig, dass wir keine Chance hatten, da irgendwas zu machen. So. Bevor ich den überhaupt gemerkt habe, dass der geschossen hat, waren wir schon tot. So. Weg. Bin ich hier? Na, natürlich bin ich hier. Oh, Leute, Mann. Wie schnell man hier jetzt einfach gegen Ende des Spiels immer Leben verliert. Diese hässliche M4-Waffen, die sind alle so stark. So, und natürlich hat es jetzt hier. Das hat ja kaum noch jemand eine AK.
So. So, weg mit dir. Weg mit dir. Okay. So. Die war super. Das war mal eine gescheite Granate. Kannst deine Granate schön da behalten da unten. Boom. So. Jetzt haben wir mal aufgeräumt. Stealth, Mann, ihr könnt wieder. Was? Was? Von wo? Von wo? Ich habe einfach mein ganzes Leben fast verloren. Von da drüben, oder? Ich kapiere das schon immer. Ich weiß schon echt nicht mehr, von wo überall ich abgeschossen werde. Einfach von überall. So, ich war hier und auf einmal war ich fast tot. Geil, Leute. Geil. Es gibt. Also. Der schon wieder. Der alle seine Kumpels im Stich lässt und dann hier so tut, als hätte er mich getötet. What the hell, Mann? Eine kleine Salbe und immer gleich instant tot fast. Los geht's. Wo ist denn der? Da unten ist noch irgendwo einer. Scheiße! Nicht gerade leise. Sag das dem Kerl mit der Panzerfaust. Ich würde sagen, genau da ist der Typ. Ihr seid alle so unfair, Mann. Ihr seid alle so übelst unfair. Ich brauche meine Dragon hier. So. Bam! Jetzt ein Misttyp hier. So. Bam! Bam! Ist das Schild down? Sehr geil. Bam! Hasse euch. Alle, Mann! So, wo ist eigentlich meine M4? Da ist meine M4. Dankeschön für die M4. Hatte ich mich auch noch getroffen. So, aber jetzt könnt ihr mal gerne kommen. Jetzt habe ich meine coole Rollpistole, Mann. Ja, okay, du kannst vielleicht nicht kommen. Warum kann ich die nicht anvisieren, Mann? Ich bin hier auf, so gemein immer zu mir zu sein. So. Ja, klar. Und natürlich so präzise schon wieder. So. Oh, Misttyp ist down. Ein Misttyp ist down. Da kommen schon aber die nächsten 30 Misttypen. Sollte uns nicht treffen? Nur einen kleinen Tinnitus haben wir. Verdammter Tinnitus! Da kommt doch noch einer. Da kommt noch ein Speerbewaffneter, oder? Ja, geil, natürlich. Bam, aber die Schrot macht halt so viel Schaden. Das ist immer etwas. Ha! Oh, der hat auch noch eine Pumpgun dabei gehabt. Das waren viel zu viele Menschen. Ich hasse Menschen. Naja. Ob wir Menschen hassen oder nicht, würde ich sagen, finden wir beim nächsten Mal noch raus. Ich tippe jetzt einfach mal auf Rab, von dass wenn sie immer Russisch sprechen. Und Lazarowitsch heißen. Oder zu seinen Gefolgsmännern können. So, und deswegen würde ich sagen, machen wir auch an dieser. Hey, wo denn? What? Es war doch so ein mieser Trick schon wieder, Mann. Auf einmal kommt der zack und weg. Nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf euch Schwerbewaffneten. Ja, soll ich doch alle, Mann. So. Cool, Leute. Nun machen wir einen kleinen Cut. Ich habe mich genug aufgeregt. Es war echt eine richtig fiese Aktion. Beim nächsten Mal würde ich sagen, geht's dann hier weiter mit Uncharted 2 und wir versuchen dann hier einfach noch mehr Typen zu töten, weil die alle fies sind und böse und gemein und stinken. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.